Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing und Lukas, der will endlich ausziehen. Das heißt Party, Party, Party. Das verstehe ich. Hau ab, Lukas, ich will dich hier nicht mehr haben. Der Zaun ist außerdem kein Störgeräusch, sondern das war der Wasserfall da. Genau. So, ich muss jetzt erstmal noch... eigentlich wollte ich heute vielleicht doch keine Folge bringen, weil es passiert hier momentan nichts. Aber wir gehen jetzt ins Wasser. Alter, hier ist überall Wasserfall. Das steht da richtig. Kann man den Zaun ausstellen? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall suchen wir jetzt noch das Muschelrezept. Dann zeige ich euch, was ich gestern aus dem Wasser gefischt habe. Da musste ich eigentlich auch mal langsam nachschauen, was mir überhaupt noch fehlt. Mach mal das Wasser wieder ein bisschen lauter. So. Ja Leute, gestern war die Nintendo Direct Mini, Nintendo Indie World. Und da haben sie tatsächlich zwei Spiele gezeigt, die mich sehr interessieren. Einmal Renji oder Rai. Ist so ein indisches Spiel. Oh, guck mal, da haben wir schon die Kamusche, sehr schön. Und Gott, irgendwas mit Garten hieß das. Garden. Icon Garden oder sowas. Irgendwie. Klar, nimm ruhig. Genau, irgendwie sowas. Form 8:46, okay. Vielleicht gucken wir da mal rein. Raiji ist auch gerade im Angebot. Es hat gestern nach der Direct rausgekommen. Aber es kostet 22 Euro, ja. Weiß ich noch nicht. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich sieht es sehr gut aus. Eigentlich sieht es echt gut aus. Für ein Indie-Spiel halt, ne? Ich dachte, vielleicht wird Fall Guys für die Switch angekündigt. Aber nee, wurde es nicht. Oh, eine Perle haben wir bekommen. Okay, egal. Dann gehen wir mal eben kurz nach Hause. Eigentlich müsste auch irgendjemand auf der Insel sein. Aber ich habe noch keinen gesehen. Ich muss niesen. Ja, danke, danke. Alle, die Gesundheit gesagt haben, danke, danke. Denn ich habe jetzt ein wunderschönes, ein wirklich, wirklich wunderschönes, weil dauert doch länger, als ich gedacht habe, bis wir hier unten sind, ein wunderschönes Regal. Und zwar hier. Das sieht echt gut aus. Sieht echt schön aus. Ach Mann. Hätte auch gern so eine Muschelwohnung. Ich glaube, die wäre zu weiblich, oder? Aber unter Wasser zu wohnen ist halt mega geil. Mega geil einfach. Ach, ich mag den Ort hier. Ja, auf jeden Fall, Lukas sieht aus, ne? Ich meine, was sollen wir jetzt noch machen? Ne? Ich habe, glaube ich, nicht weitergebaut, weil momentan spiele ich mit viel Dead by Daylight oder TFT. Hallo Thomas, alles in Ordnung, Herr Pfiff? Ein weiterer Tag im Paradies oder wie ich es nenne, Nimmerland. Oh ja, sehr schön. Bäckchen, welch ein Vergnügen, dir heute zu begegnen, Nimue. Heute wird unsere Insel von einer sanften Riese geküsst, möge sie all unsere Sorgen hinfortwehen. Moritz, nett, dass du mal Hallo sagst. Wie geht es dir so? Du bist mir doch nicht absichtlich aus dem Weg gegangen. Wäre ja auch schwierig, nur weil ich so muskelbepackt bin, bin ich ja kein langsamer Läufer. Oh ja, ja, ja. Hi, was geht? Oh ja, ja, ja. Na Moritz, bist du für das Insektikus? Nee. Ich hab meinen Goldpokal und das reicht mir. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Animal Crossing. Ich wollte nur mal kurz ein Update geben, ja, dass Lukas aus der Insel abhaut. Dann können wir übermorgen, was ist da für ein Tag? Samstag? Ist das Samstag? Da können wir dann meine Tickets benutzen und dann gehen wir auf andere Inseln und suchen einen neuen Bewohner. Ne? Okay, Leute, das war's dann mit Animal Crossing. Bis dann, euer Kamitor 3 und ciao.